Wir sind hier am Posten der Rotationskreuzung. Der Haupteffekt der Rotationskreuzung ist, dass wir aus verschiedenen, unterschiedlichen Populationen die beste Genetik und die besten Eigenschaften direkt verwenden können und in sehr kurzer Zeit die Kuh züchten können, die bei uns am Standort passt. Wir weiden schon sehr viele Jahre. Wir weiden sehr früh, sehr lange. Wenn man weidet, haben wir gemerkt, dass kleine Kühe besser sind. Sie haben weniger mit den Füßen zu tun, sie sind agiler, sie können sich besser bewegen und geben letztendlich ab der gleichen Weidefläche, ab dem gleichen Weidegras mehr Inhaltsstoffe. Und darum sind wir auf diese quasi fremdländischen Rassen gestoßen, die wir jetzt mit Erfolg einkreuzen. Von einheimischem Blut haben wir nicht mehr viel dabei. Dafür ist unsere Kuhherde mittlerweile sehr produktiv. Praktisch ohne Kraftfutter kriegen wir es her, dass diese Kühe im Berggebiet mit Alpung etwa 5.500 Kilo Milch geben können. Mit einem sehr guten Gehalt von 4,5 Fett und etwa 3,5% Eiweiß. Die Voraussetzung, dass so eine Kreuzung oder auch Rotationskreuzung erfolgreich gelingt, ist, dass die Rassen etwas ähnlich sind zueinander. Vor allem in der Kuhgröße sollten sie ziemlich gleich sein. Bei uns heißt das so 1,30, 1,35 groß und so 500, 550 Kilo schwer. Und dann findet man weltweit verschiedene geeignete Ausgangsrassen und sucht sich dann die Merkmale aus, die benötigt werden. In der reinen Lehre würde man jedes Jahr eine andere Rasse konsequent auf den ganzen Betrieb, auf die ganze Herde anwenden. Bei uns im Betrieb mit weniger Kühen läuft es so, dass wir für jede Kuh selbst den passenden Partner, die passende Rasse aussuchen und wir können profitieren von den Vorzügen der norwegischen Roten, die in der Fitness gut sind, etwas Körpersubstanz haben. Wenn wir Gehalte wollen, dann nehmen wir die Kiwi Cross, die ja Jersey-Blut haben, die bringen uns hohe Gehalte, aber etwas weniger Fleisch. Wenn wir Substanz wollen, stehen uns neben den Norwegern auch die irischen Friesen zur Verfügung. Die haben aber gleichzeitig auch eine sehr gute Fruchtbarkeit. Also wir haben alle wichtigen Fitnessmerkmale, auf die wir zurückgreifen können mit der Rotationskreuzung. Im 2015 haben wir den Entscheid gefällt zur Umstellung auf Bio. Kamen da von einem Stallhaltungssystem mit reinen Holsteintieren, mit hohen Milchleistungen. Mit der Umstellung auf Bio musste die Kuh kleiner werden, einfacher, weidetauglicher und effizienter. Dadurch haben wir uns für das Rotationskreuzungsprinzip entschieden. Das bedeutet, dass wir unsere Holsteintiere nun einkreuzen mit Kiwi-Cross-Kühen, danach mit norwegisch Rotfee und starten wieder mit irisch Holsteintier. So erhalten wir eine kleine, effiziente Weidekuh, die aus dem Gras Fett und Eiweiß umsetzen kann. Der kritische Punkt bei der Rotationskreuzung ist der, dass sich der Bauer immer noch weitgehend selbst informieren muss. Er muss selbst alle die Rassen studieren, er muss die wichtigen Merkmale selber kennen und dann die entsprechenden Stiere aussuchen und so diese dann auf seine Kühe anpaaren, in der Hoffnung, dass dann das Produkt besser wird als die Eltern oder Großeltern. Ich bin überzeugt, dass wir nach 7 Jahren erfolgreicher Kreuzungszucht langsam aber sicher die passende Kuh, die ihre Effizienz bringt, auf dem Betrieb halten können und sind glücklich und froh über diesen Entscheid.